Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Elbkick TV. Es ist nicht so einfach, wie einige Vereine und Spieler sich das immer vorstellen, was den Vereinswechsel zum Jahresende anbelangt. Ich wurde zuletzt so oft damit konfrontiert, mit diesen Fragen und auch gebeten, dass ich hier und heute als Experte des Elbkick TV dazu kurz Stellung nehme. Darum ist unser Thema heute Richtlinien für den Vereinswechsel in der zweiten Wechselperiode, also in der Winterpause. Vorab gesagt, in jedem Falle ist man vom abgebenden Verein abhängig, was die Freigabe anbelangt. Man muss wissen, dass dann Folgendes bis zum 31. Dezember geschehen muss. Erstens, als Vertragsamateur muss die Auflösung erfolgen. Und wenn man dann nach der Auflösung Amateur ist, muss auch die Freigabe her, ist ja klar. Es sei denn, der Spieler behält seinen Status und bekommt beim neuen Verein auch einen Vertragsamateurvertrag. Der muss dann allerdings über 1,5 Jahre laufen. Das will der DFB so, das schreiben die Statuten so vor. Halbjahresverträge gibt es nicht. Zweitens, als normaler Amateur muss man auch die uneingeschränkte Freigabe vom abgebenden Verein erhalten. Und drittens, in beiden Fällen muss der Spieler die nachweisliche und schriftliche Abmeldung bis zum 31.12. einreichen. Nur dann kann man im Januar, also vom 1. bis zum 31. Januar, die Freigabe beim Hamburger Fußballverband einreichen und wechseln. Natürlich sind in diesem Zusammenhang auch Ablöseverhandlungen, das ist ja bekannt, zwischen den Vereinen oft die Regel. Und die kann dann der abgebende Verein ohne Verbandsvorgabe regeln. Man weiß, in der ersten Wechselperiode, also im Sommer, gibt es da mehr oder weniger Vorschriften oder Vorgaben. Es gibt also eine ganze Menge, was zu erwarten ist an Vereinswechseln, das weiß ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Spieler sagte mir neulich, kann ich dann meinen Vertrag aussitzen? Geht nicht. Verträge müssen eingehalten werden, ansonsten können Sperren und Strafen erfolgen. So, liebe Zuschauer, ich wünsche allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich gönne allen von Herzen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.